Genau, jetzt machen wir Konstruktionslehre. Und Konstruktionslehre, wir sind sogar relativ gut in der Zeit. 7 Uhr, Konstruktionslehre, es ist 7 Uhr. Das Erstaunliche ist, es ist die erste Vorlesung, das fällt mir jetzt eigentlich erst auf, es ist die erste Vorlesung, wo die Studierenden gerne vorne sitzen. Dann sitzen sie immer hinten. Sie saßen am Anfang auch hinten, sie sind aber immer weiter nach vorne gewandert. Also müssen wir lange Vorlesungen halten und dann kommen die Studierenden automatisch. Oder man sollte immer die Sitzecke haben, okay. Den Punkt. Aber was sagen, wenn man den ganzen Raum damit ausstattet, dann sitzen auch die Minuten vor das Gesicht. Ja, dem, aber den Punkt sehe ich ein. Ich muss mal kurz gucken. Ja, okay, man hört mich. Gut, gut, gut. So und so. Gut, Konstruktionslehre. Also Konstruktionslehre ist eine der Sachen, die, ja, hier meine Tesla-Spule, tatsächlich ein reines Ingenieursfach ist. Alles, was wir so Elektrotechnik, Thermodynamik, Mechanik hatten, das sind Sachen, die lernen Sie auch im naturwissenschaftlichen Studium. Und die nächsten beiden Vorlesungen, Konstruktionslehre, Fertigungslehre, das ist wirklich Ingenieur und das ist was, was ich eigentlich schade finde. Ich glaube, ich habe es später erst in den Folien oder habe ich es, genau, das habe ich hier eigentlich, das habe ich jetzt auf der FH-Seite gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ob das Kommilitonen von Ihnen sind, die so eine Currywurstmaschine gebaut haben und diese Currywurstmaschine kann eben Currywurst in 30 Sekunden bearbeiten, zubereiten, wie auch immer. Und das ist eigentlich das, was wir wirklich mit Ihnen im Studium die ganze Zeit machen müssen. Sie so welche Sachen bauen lassen und dazu rechnen und dazu Modelle aufbauen, dazu Zeichnungen machen und so. Und ich finde das immer sehr schade, das sind ja immer so Einzelprojekte, ne? Also das hat man dann einmal im ersten Semester und dann war es das. Und eigentlich ist das schon perfekt, ne? Also eigentlich müssen Sie das die ganze Zeit machen. Und das ist zum Beispiel eine Bachelorarbeit, da hat jemand das auch bei mir gemacht. Das heißt, der hat mir ein Messgerät gebaut. Und das Messgerät, überlegt, machen wir das gleich, machen wir später irgendwann. Wenn es in der Vorlesung ein bisschen langweilig wird, dann gucken wir uns das Messgerät mal genauer an. Aber im Endeffekt hat er das Ding nicht komplett selber konstruiert, da hatten wir ein bisschen Hilfe, aber er hat es selber umgesetzt und wir haben es hier mit den FH-Sachen komplett selber gebaut. Und bei der Konstruktionslehre, also bei den nächsten 2 Stunden, geht es darum, wie designe ich sowas, wie plane ich sowas und danach in der Fertigungstechnik geht es darum, wie wird es letztendlich gefertigt. Und das leichteste Beispiel ist eigentlich sowas hier. Also ich habe hier so einen Lego-Flieger und wenn ich hier reingucke, dann habe ich das hier, die Bauanleitung, ne? Und die Bauanleitung sagt mir ja genau, was ich zu tun habe. Und hier steht auch genau drin, wie das Ding aussieht. Das heißt, hier hat sich jemand mal genau überlegt, wie kommuniziere ich das mit mir, wenn ich das hier aufmache, nach 11 Stunden, 12 Stunden. Wir haben die Hälfte, haben wir schon, wir sind schon über die Hälfte übrigens. Sehr gut. Ja, also das heißt, das ist alles hier dargestellt. Vielleicht baue ich es auch nachher zusammen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Und ja, wie soll das Ding überhaupt aussehen? Das ist auch alles hier drin. Dieses Bild, übrigens so vorweg, fällt mir noch ein, das finde ich ganz nett. Wenn Sie bei Wikipedia Ingenieur, Ingenieurin eingeben, finden Sie das. Und so stellt man sich anscheinend Ingenieure, Ingenieurinnen vor. Und das ist, ich weiß nicht, wann das Bild gemacht wurde, 80er, 70er, keine Ahnung. Ist aber so typisches Konstruieren, ne? Also das ist genau das, man sitzt da, malt an irgendwelchen Zeichnungen, konstruiert irgendwas und das ist 1 zu 1, was so mit Ingenieurstätigkeiten in Verbindung zumindest gebracht wird. Gut, was wollen wir in der Vorlesung machen? Wir wollen uns überlegen, was eine technische Zeichnung ist, was sind überhaupt Normungen, dann wollen wir uns die 3-Felder-Ansicht angucken und ein CAD-Programm. Wollen wir uns angucken. Und dazu machen wir auch eine ganz kleine Übung. Die können Sie auch mitmachen, wenn Sie wollen. Und dafür müssen Sie das, können Sie jetzt schon machen, weil es dauert einen Moment, müssen Sie das Programm FreeCAD runterladen. Wenn Sie es machen wollen, wenn es dauert einen Moment, dann können Sie mitmachen oder können damit einfach ein bisschen rumspielen. Und das werden wir so ein bisschen versuchen. Und wenn ich schneller durchkommen sollte, dann baue ich noch das Lego-Flugzeug auf oder gucke mir noch nach einer Challenge. Das muss ich gleich mal schauen.
Ich glaube, ganz so lange wird es nämlich tatsächlich nicht dauern. Literatur, die Vorlesung, also das ist Ausschnitte aus einer Vorlesung bei mir im ersten Semester. Das habe ich mir größtenteils von der Susanne Labisch aus dem Buch geholt. Und was man immer haben sollte in Konstruktion ist der Heuschen. Das ist so ein Buch, das hören Sie, glaube ich, an jeder Uni. Der Heuschen gehört irgendwie zur Konstruktion. Hier, das ist jetzt eigentlich ganz gut, hier ist schon dieses Pulverreometer. Dann kann ich es auch gleich mal machen, was wir da eigentlich tun. Und zwar hatten wir diese Zeichnung schon. Die hat irgendwer erstellt und der hat uns dann so ein bisschen gesagt, wie so ein Messgerät aussehen könnte. Kann man kaufen, kann man auch selber machen. Was mache ich in diesem Messgerät? Also wie ist diese Zeichnung eigentlich entstanden? Ich habe hier Milchpulver drinne. Milchpulver ist, weil der Bachelorstudent ist gerade Vater geworden und wir brauchten Pulver und der hatte halt ganz viel Babymilchpulver und dann hat er das einfach genommen. Und was wir auch noch haben, ist Sand. Und was mich in meiner Forschung interessiert, ist die Fließfähigkeit von Partikeln. Das heißt, ich möchte gerne wissen, wie Partikel fließen können. Und wie finde ich das raus? Naja, indem ich irgendwie messe. Und was messe ich, ist so ein Winkel, während ich das drehe. Und jetzt sehen Sie, es stellt sich irgendwas ein. Und wir hatten eben diese Zeichnung da. Und da haben wir überlegt und gemacht und getan. Und dann haben wir mit ein paar verschiedenen Methoden uns das Gerät hier zusammengebaut. Und was ich jetzt, glaube ich, mal überlege zu tun ist, weil ich habe mich nicht getraut, die Kamera an den Laptop anzuschließen. Das heißt, was ich jetzt aber mache, ist, ich glaube, man kann das hier nämlich sehr, sehr schön messen. Und zwar, was Sie jetzt hören, ist, dass sich da etwas dreht. Und das soll auch so sein, dann kann ich das hier schnell und langsam machen. Und dann gibt es so gewisse Umdrehungen, die man machen soll. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Licht auch an ist. Ah, sehr gut, so, jetzt habe ich das Licht an. Und was ich jetzt mache, damit Sie sehen, was da passiert ist, ich nehme jetzt einfach ein Video für Instagram auf. Dann können wir auch mal aus der Vorlesung irgendwie senden und da zeige ich, was das Ding da gerade macht. Mal gucken, ob ich das überhaupt noch hinkriege. So, das ist das Erste. Und das ist das Zweite. Ich muss das richtig einsetzen. Okay, und da können Sie gerne mal gucken, wenn Sie sehen wollen, was wir da messen, aber man kann es eigentlich schon erahnen. Also das hier zeigt ein ganz, ganz anderes Fließverhalten, also ist viel, viel kohäsiver als das hier. Und man kann diese Geräte tatsächlich sehr, sehr teuer kaufen, also sie sind nicht günstig. Oder man überlegt sich halt, macht sowas und baut die Sachen selber. Und die Möglichkeiten haben wir sogar bei uns im Makerspace. Also ich will jetzt nicht sagen, wie viel wir hierfür bezahlt haben, aber ist in Ordnung. Genau, und warum will ich das unbedingt haben? Das Ergebnis, also die Messung sieht jetzt gar nicht so spannend aus, aber ich glaube, also er fand seine Bachelorarbeit ganz cool, oder relativ cool, und ich glaube, es ist eine echt schöne Ingenieurstätigkeit, so ein Ding zu bauen in irgendeiner Art und Weise. Ich suche auch immer Leute, die Lust haben, irgendwelche Messgeräte für mich oder für uns zu bauen. Und was wir machen ist, Sie können zwischen Einzelpartikeln, können Sie Adhäsionskräfte messen und das kann man mit Theorie beschreiben
Und was Sie hier machen können, ist, wenn mehr als zwei, und hier sind jetzt mehr als zwei Partikel jeweils drin, wenn die fließen, können Sie immer nur irgendwelche Winkel messen. Also entweder es bewegt sich oder es bewegt sich nicht, gibt es so Schüttwinkel und so. Und was ich eigentlich gerne will, ist ein Zusammenhang von diesem Winkel zu diesen Adhäsionsmessungen. Das heißt, wenn eine Firma Pulver über Fließfähigkeit verkauft und genau dieser Winkel ist quasi, was Firmen angeben, wenn sie das Pulver verkaufen wollen, damit Geld verdienen wollen für gewisse Sachen, und dann wollen sie diesen Winkel ändern, dann ist Try and Error. Hier wird ein Try and Error gemacht. Und eigentlich wäre es viel cooler, wenn man sagt, naja, also man kennt ja die Adhäsionseigenschaften, dann mach mal so und dann sage ich dir, was hier für ein Winkel rauskommt. Ja, also das ist das, was wir eigentlich gerne machen wollen. Das registriert das Gerät leider nicht. Also da gibt es ganz viele tolle Ideen. Man könnte auch mal überlegen, wie man das macht. Im Moment macht man es in der Regel rein optisch. Oder was man auch machen kann, ist, dass man sogenannte Tracer-Partikel hier reintut. Die sind dann aber radioaktiv und das ist dann ein bisschen doof. Ja, das wird auch tatsächlich gemacht. Dann brauchen sie noch so X-Ray. Und also, aber dieses Flussverhalten ist relativ nicht trivial, aber es gefällt mir halt, wenn wir jetzt bei der Konstruktion sind, dass sie, also die Message hier ist auch so ein bisschen, man kann diese Sachen halt selber bauen. Okay, also wenn man sich für irgendwas interessiert, das funktioniert, das wird auch so genommen. Also wir publizieren auch mit diesem Gerät. Ne? Das geht dann in wissenschaftliche Publikationen rein. Das heißt, im Makerspace und generell, wenn man konstruiert, man macht da nicht nur Spielzeug. Okay, also man macht da auch Sachen, die wir wirklich so bauen. Und da brauchen wir halt immer Leute, die irgendwie Bock haben. Und das ist auch so ein bisschen, eigentlich für uns ist immer das Schönste, wenn jetzt zum Beispiel der zu mir gekommen ist, da war ich sehr, sehr dankbar, weil er hat gesagt, er sucht eine Bachelorarbeit. Und dann habe ich gesagt, gut, ich will dieses Gerät haben. Noch cooler wäre es eigentlich, wenn Studierende zu uns kommen und sagen, ich würde gerne das und das bauen. Aber ich weiß nicht wie. Und dann sagen wir, aber ich weiß auch nicht wie, aber wir schauen mal und irgendwie kriegen wir das hin. Das ist bei Doktorarbeiten ist das immer so. Also beim Master, aber bei Doktorarbeiten ist es eigentlich immer viel cooler. Also meistens geben wir den Titel vor oder die Arbeit vor. Aber eigentlich ist es bei Doktorarbeiten viel cooler, wenn sie sagen, ja, das Thema interessiert mich. Und dann sagt man ja, okay, dann gucken wir mal, wie wir das machen. Also, dass sie auch eher so ein bisschen globaler, gerade bei Doktorarbeiten, so ein bisschen globaler denken im Sinne von, keine Ahnung, ich will irgendwas gegen Krebs machen. Okay, also bei mir wäre jetzt der Ansatz so und so, ist das in Ordnung oder nicht? Also ich bin jetzt kein Mediziner, das heißt, ich kann kein Medikament entwickeln, aber irgendwie kann man sich ja damit beschäftigen. Und das heißt, für uns als Hochschule, und so sollte man eine Hochschule eigentlich auch immer begreifen, ist, dass sie mit Themen auf uns zukommen. Und dann sagen wir, okay, wir gucken mal, was die Hochschule bietet und mit den Fächern, die wir haben, wie können wir sie bei ihren Themen weiterbringen? Und nicht zu sagen, ja, ich schaue mal, was da als Angebot ist und nehme das Angebot und dann ist gut. Okay, technische Zeichnung. Was ist eine technische Zeichnung? Eine technische Zeichnung ist ein stark abstrahiertes Abbild eines vorhandenen oder geplanten Gegenstands. Das heißt, hier habe ich ja was, das möchte ich gerne bauen und das muss ich jetzt irgendwie so zeichnen, dass der andere das auch versteht. Und bei der technischen Zeichnung haben Sie zwei Counterparts. Sie haben einmal den Zeichner, der versucht, diesen Gegenstand durch eine technische Zeichnung zu beschreiben. Ja, also wenn ich jetzt zeichne und ich weiß, das Gerät, wie das aussieht. Und jetzt versuche ich, das möglichst gut zu beschreiben. Da waren wir auch bei den Patenten, ne, mit dieser komischen Sprache. Da versuche ich ja auch, das möglichst gut zu beschreiben. Und da haben sie gemerkt, na, ganz so leicht ist das nicht. Und dann gibt es aber auch den Leser der technischen Zeichnung. Und der steht in dem Moment nicht direkt neben mir, sondern der ist meistens ganz woanders. Und der versucht, das Gerät aus der Zeichnung zu rekonstruieren. Das heißt, irgendwer hat diese Zeichnung gemacht. Und da sehen Sie Quelle Uni Bremen, also der war gar nicht hier. Und der hat versucht, das Gerät so darzustellen, dass wir es auch bauen können. Also dass wir auch verstehen, was da eigentlich getan wird. Und das ist tatsächlich nicht so leicht, wie es sich anhört. Und deswegen gibt es auch eine ganze Reihe an Regeln. Und das sind die sogenannten Zeichnungsnormen. Also damit die Zeichnung von verschiedenen Lesern identisch verstanden und interpretiert werden kann, hat man sich auf feste Zeichnungsnormen geeinigt. Also wir haben ganz feste Vorgaben, wie wir so Zeichnungen anfertigen, damit wir eben
ja, keine Ahnung, wie das Gerät sonst aussehen würde. So, dann gibt es eben diese Normung. Und Normungen schreiben nicht nur die Regeln des technischen Zeichnens vor, sondern ordnen auch vereinheitlichte Formen, Größen und Ausführungen von Erzeugnissen und Verfahren. Und da es nicht sinnvoll ist, diese Normungen auf ein Land zu, ja, festzulegen, gibt es die internationale Norm. Weiß jemand, wie die heißt? Die Abkürzung für internationale Norm. Haben Sie alle schon gehört? Ja? EN ist nicht international. ISO, International Standard Organization, genau. Sehr gut. Also die gibt es dann, damit wir nicht in jedem Land, aber es gibt natürlich auch in den einzelnen Ländern. Und wenn Sie zum Beispiel eine deutsche Norm haben, also DIN, deutsche Industrienorm, und die wird dann EN, das heißt, sie wird in Europa dann eingeführt. Also dann die Europäer, okay, das ist aber ganz gut, das machen wir jetzt auch so, und dann DIN EN. Was machen die? Die Normungen bieten Lösungen für wiederkehrende Aufgaben und Probleme. Das heißt, sie haben irgendwie was, was repetitiv passiert, und dann versuchen sie so eine Art Handlungsbeschreibung zu machen, damit andere nachlesen können, wie das geht. Das finde ich, an einer Stelle fand ich das ganz interessant. Ich habe mir mal eine Norm besorgt, und zwar geht es um Partikelgrößenverteilung, also das, was wir heute in Data Science vor 10 Stunden, ich weiß nicht, kommt das hin? 6 Stunden, dann war es gar nicht ganz so lang. Vor 8 Stunden gemacht haben. Diese Partikelverteilung, da gibt es auch Normen zu. Und da gibt es nicht nur, im Prinzip ist das diese Throughput-Gerade, die wir gemacht haben. Da gibt es nicht nur linear-linear, sondern da gibt es auch so log-log. Also damit sie bestimmte andere Verteilungen darstellen können. Und dann fand ich das immer so komisch, dass es in dem Lehrbuch dazu gibt es nur ein Beispiel für so eine bestimmte Art Verteilung darzustellen. Und dann dachte ich, naja, ich gucke mal in die Norm rein. Und dann habe ich in der Norm genau dieses eine Beispiel gefunden. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant. Und das heißt, Normen sind nicht nur reine Regeln, sondern wirklich Handlungsanweisungen, Darstellungen, Beispiele und sowas. Also sind sehr gut. Was ist das Problem, wenn Sie sich so eine Norm runterladen wollen? Im Gegensatz zu Patenten? Teuer. Genau, sehr teuer. Also was in der Norm so ungefähr drin steht, finden Sie bei Wikipedia oder sonst wo. Aber wenn Sie wirklich in so eine Norm mal reingucken wollen, müssen Sie Geld bezahlen. Und die Bibliotheken sind nicht sehr glücklich, wenn Sie anfangen, Normen zu bestellen. Unter gewissen Umständen geht es aber. Gut, Normen werden zum Beispiel vom Deutschen Institut für Normung herausgegeben, haben das Zeichen DIN, die hatten wir alles schon. So, und an einem ganz einfachen Beispiel möchte ich eigentlich gerne mal zeigen, was so eine Norm ist, das kennen Sie auch. Und wenn Sie Angst haben einzuschlafen oder sich langweilen oder was auch immer, suchen Sie bitte sinnige oder unsinnige Normen im Internet raus. Ja? Sie werden sehr viele unsinnige Normen finden. Suchen Sie mal, also werden Sie kreativ und dann sagen Sie mir das, ob Sie da was gefunden haben. Und eine Norm ist, die kennen Sie, die hat hiermit zu tun. Was könnte das sein? Ja? Genau, DIN A4 oder generell das Seitenverhältnis von Papierformaten. Und das Seitenverhältnis von Papierformaten heißt, Sie haben ein Blatt Papier mit einer gewissen Höhe und einer gewissen Breite. Genau, was Sie gerade erzählen mit den Steckern, übrigens ganz spannend. Wer ist dagegen mit der Stecker? Also je nachdem, was für Stecker, aber es gibt so einen USB-Stecker zum Beispiel für Handys. Wer ist dagegen? Ja, warum? Wie teuer ist so ein Ding? Genau, genau. Jetzt haben wir ja, glaube ich, hier die Strafe für das nicht zu tun. Das soll sich ja in 2 Jahren ändern. Wer weiß, wie das ist. Also ich glaube, in der EU ist jetzt, soll es eine Norm geben, auf jeden Fall. Ja? Bei
45. Ja. Was bremst doch irgendwie die Innovation? Eine Norm? Das tun Patente auch. ja, auf der anderen Seite ist es halt, verschnellert das halt auch, weil die Leute kommunizieren. Ja, das Problem ist halt, dass Sie haben halt recht, es kann natürlich gewisse Innovationen hemmen. Wenn Sie jetzt sagen, alle müssen dasselbe Ladekabel benutzen, dann wird kein neues Ladekabel mehr entwickelt. Das stimmt, aber meistens greift man ja ein, wenn man sieht, dass da Schmu getrieben wird. Ne? Also wenn man sieht, okay, die Preise sind jetzt irgendwie nicht mehr gerechtfertigt oder es ist auch doof, wenn man auch unglaublich viel Materialverbrauch hat. Also es ist ja auch nicht gut, wenn Sie 5 verschiedene Kabel haben, obwohl es eins auch tun wird. Also da versucht man immer so ein bisschen den Mittelweg zu finden. Okay, Papier hat Höhe HI, Breite BI. Wie komme ich jetzt von DIN A4 auf DIN A5? Was muss ich machen? Ja? Einmal genau auf der Hälfte falten. Okay, ich falte einmal genau auf der Hälfte. So, dann hätte ich jetzt wieder ein neues Papier. Also Verhältnisse stimmen jetzt nicht. Und das Papier, also ich komme von hier zu hier. Und das hat jetzt eine Höhe, mache ich lieber hier, Höhe HI plus 1. Was ist diese Höhe? Ja? Genau, BI. Weil was ich nämlich mache, ich falte einmal und dann drehe ich. Also das ist gleich BI. Und jetzt habe ich hier eine Breite. Was ist diese Breite? Also die Breite wäre jetzt BI plus 1. Ne? Also BI von da nach da. Also ich gehe dann weiter. Das wäre? Genau, 1/2 HI. 1/2 HI. Und jetzt habe ich ja gesagt, das Seitenverhältnis von Papierformaten, das ist genormt. Das heißt, das ist gleich und das heißt, HI durch BI ist gleich HI plus 1 geteilt durch BI plus 1. So, und jetzt kann ich einsetzen. Was kann ich jetzt hierfür einsetzen? Ja? Genau, BI, also ich kann auch hier hinschreiben BI und was kann ich hier einsetzen? Für das da? Ja? 1/2 HI. Das heißt, HI durch BI ist gleich BI durch 1/2 HI. Und dann kann ich jetzt ein bisschen rumrechnen, dann geht das zum Beispiel hier rüber. Das heißt, ich habe BI Quadrat und dann geht das hier rüber, dann hätte ich ist gleich HI Quadrat. Oder habe ich es auf der... Nö, kann ich so machen, das ist gut. Wo geht die 1/2 hin? Also ich hätte sie gerne als 2. Ich hätte sie nicht als 1/2 oder so, als 2. Wo geht sie dann hin? Vor das BI oder vor das HI? Ja? Vor das HI? Wer hat das andere gesagt gerade? Vor das BI, ne? Also hier geht die 2 hin. Und dann kann ich jetzt einmal die Wurzel ziehen, dann habe ich Wurzel 2 und dann teile ich und das heißt HI durch BI. Okay? Und das ist die Norm. Und genau so sind unsere DIN A4, DIN A3, DIN A2 und sonst was. Und die haben immer ein Seitenverhältnis von Wurzel 2. Ja, die Längen sind genormt und zwar sind die Längen so genormt, aber über das Seitenverhältnis können Sie es ganz leicht darstellen. Und zwar A0 ist genau 1 Quadratmeter. Also A0 ist genau 1 Quadratmeter, dann haben Sie eine bestimmte Höhe und eine bestimmte Breite. Und dann sagen Sie so, jetzt will ich aber nicht jedes Mal irgendwie die neue, sondern sagen Sie einfach, das Seitenverhältnis ist das hier und dann falten Sie sich einfach runter. Und das ist eben so eine relativ leichte Norm, die uns sehr, sehr viel erleichtert, die auch relativ logisch ist und die quasi, glaube ich, sehr leicht zu verstehen ist. Und das Schöne ist, Sie müssen nicht A1, A0 und so jedes direkt definieren. Also es ist da definiert, das sehen Sie da auch. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr leicht zu verstehen. So, dann ist eine meiner Lieblingssachen eigentlich im technischen Zeichnen ist das Anfertigen von Skizzen. Weil das, was Sie da sehen, ist eine Skizze. Und eine Skizze hat eigentlich nicht so viel zu tun mit einer technischen Zeichnung,
Aber sie sind immer noch, auch wenn wir CAD-Programme und so haben, unglaublich wichtige und auch mächtige Instrumente. Und ich lege Ihnen das wirklich auch sehr nahe. Fertigen Sie im Studium viele Skizzen an. Also lernen Sie das mit Skizzen zu arbeiten, wenn Sie irgendwelche Sachverhalte darstellen wollen. Warum? Weil man erstmal dieses ganze räumliche Denken und so weiter macht. Aber das Schöne ist, dass Skizzen das Einzige ist, was komplett regelfrei ist. Okay, also bei Skizzen gibt es im Vergleich zum ganzen anderen technischen Zeichnen keine Regel. Das heißt, immer wenn Sie hinschreiben Skizze, dann ist alles in Ordnung. Und dann ist das Schöne, Skizzen können über mehrere Schritte verändert, verbessert werden. Ja, also eine Skizze ist eigentlich schön, Sie fangen mit irgendwas an und dann ist das nicht so richtig und nicht so richtig. Und irgendwie kommt man immer so peu à peu weiter. Und am Ende ist die Skizze, das sieht man hier, eigentlich schon relativ nah an einer technischen Zeichnung. Und ich möchte Ihnen mal ein paar Beispiele für Skizzen zeigen, die eigentlich relativ cool sind. Das hier ist so eine Skizze, was könnte das darstellen? Stellt auch wieder was aus einem Patent dar. Ja, genau, das ist ein Telefon. Also das ist die Skizze zu diesem Patent, gehört zu diesem Patent dazu. Also das heißt, der hat sich dann auch mal hingesetzt und das gemalt. Und dann gibt es eine ganz tolle Skizze, das ist diese hier. Was könnte das sein? Oh, hoppala. Ja, das hatten wir in der Vorlesung. Was sehen Sie da? Versuchen Sie mal zu beschreiben, was Sie da sehen. Das ist keine Erdung. Das ist keine Erdung, genau. Eine wahre Aussage. Das ist dieses. Genau. Also, was Sie da haben, ist, von unten kommt Luft und dann haben Sie hier irgendwelche Partikel. Und von unten kommt Luft und dann wird das Ganze verwirbelt. Also das ist die sogenannte Wirbelschicht. Und was man da machen möchte, ist, man möchte Wassergas herstellen. Was ist Wassergas? Chemieingenieur, was ist Wassergas? Was ist Wassergas? Ah, nee. Wassergas ist Wasserstoff. Und was noch? Ist nicht nur Wasserstoff. Nee, ist kein Sauerstoff drin. Ne? Es ist noch, ja? Nee, Kohlenstoffmonoxid. Also, Wassergas ist eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid. Und das kriegen Sie durch Kohlevergasung. Ja. Und das war eben die Idee. Und wofür hat man Wasserstoff gebraucht? Also man musste irgendwie an diesen Wasserstoff ran und dann hat man immer gesagt, okay, Wassergas, irgendwie wollen wir an Wassergas ran, weil da ist eben der Wasserstoff drin. Und Kohlevergasung oder irgendwie das über Kohle zu machen, und Kohle ist eben viel C und dann CO und H2O, also das funktioniert irgendwie. Aber wo hat man denn relativ viel Wasserstoff gebraucht? Braucht man heute immer noch ganz viel. Ja, Ammoniak-Synthese. Das hier sind so die ersten Technisierungen der Ammoniak. Synthese. Und das ist auch das Patent, das ist so der Winkler-Prozess. Das heißt, das ist die Skizze, also das ist die Entwicklung des Wirbelschichtreaktors, die Skizze dazu. Das heißt, irgendwann bewegen sich, die fliegen dann hier so rum. Und der Vorteil ist, wenn die hier nur sitzen, das gibt es auch, das ist ein Fixed-Bed-Reaktor, dann haben sie irgendwie mehr Druckverlust und sie haben auch weniger Kontaktfläche, weil die blockieren, ne, was der Herr Bonnet auch gezeigt hat mit den Kanonenkugeln. Und wenn jetzt jede Kanone für sich alleine da rumfliegt, dann können Sie die gesamte Oberfläche für Reaktion, Wärmeübertragung und sowas nutzen. Und das hat sich der Herr da überlegt in dem Prozess. Das ist der Herr Winkler und deswegen heißt das auch Winkler-Verfahren und so sehen die Dinger dann aus. Und das haben wir eben hierfür gebraucht, nämlich, also die Zeitrahmen stimmen jetzt nicht ganz, eigentlich hätte man für früher gucken müssen, aber früher hatte man ein Riesenproblem, weil wir keinen synthetischen Dünger herstellen konnten. Das heißt, die Weltbevölkerung ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und wir sind aber nicht hinterhergekommen. Das heißt, man musste irgendwie synthetischen Dünger bekommen, um zu düngen, um die Nahrungsmittelausbeute zu erhöhen.
Und wie hat man das gemacht? Haben Sie gerade schon gesagt. Ammoniak, das heißt, es gibt die Ammoniaksynthese. Und für diese Ammoniaksynthese brauchen Sie irgendwo Wasserstoff. Okay, also Sie nehmen dann, hier ist das jetzt mit CH4 und Wasser, das geht hier rein, gibt es Primärreformer, 900 Grad, 35 Bar, also sind 5 Sektflaschen. Und dann geht das hier in den Sekundärreformer und letztendlich, was Sie halt haben, also hier sind dann auch die Reaktionen unten. Und was Sie haben wollen, ist, dass Sie hier H2 und N2, das geht hier rein, das CO wird hier rausgewaschen, ne? Also Sie haben das dann alles separat und dann geht das hier mit richtig, richtig viel Druck und Temperatur. Und das hier ist, wie heißt dieses Verfahren? Da, ab da, ja. Genau, das ist dann Haber-Bosch. Aber damit das Haber-Bosch-Verfahren überhaupt funktioniert, brauchen Sie vorher eben das Wassergas. Ich meine, mittlerweile kommen wir anders an den Wasserstoff ran. Es gibt noch viel Kohlevergasung tatsächlich, die benutzt wird, auch wenn es eigentlich kein sehr sauberer Prozess ist. Aber beim Haber-Bosch machen wir es mittlerweile anders, wie man da zum Beispiel sieht. Das Haber-Bosch ist, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Ansonsten muss ich mir irgendwie im Kopf haben. Ja. Also 99% des Ammoniaks wird über dieses Verfahren hergestellt. Also das heißt, da gibt es nicht viel Konkurrenz. Das ist ähnlich wie mit dem Float-Glas-Verfahren, was wir uns angeguckt haben. Das heißt, Haber-Bosch ist völlig, gibt wenig andere Möglichkeiten. Ist aber nicht so gut. Was ist das Problem mit dem Haber-Bosch-Verfahren? Ja? Genau, sehr viel CO2-Ausstoß und sehr viel Energie, also ungefähr 1,4% weltweiter CO2-Ausstoß gehen aufs Haber-Bosch-Verfahren zurück und das ist halt nicht so gut. Ja, also zu diesem Verfahren. Weiß jemand oder kann jemand erahnen, wann der letzte Nobelpreis für das Haber-Bosch-Verfahren oder für Arbeit am Haber-Bosch-Verfahren vergeben wurde? Vor 2 Jahren, meine ich. Können Sie mal nachgucken? Ich meine, vor 2 Jahren hat ein Deutscher übrigens Institut für, für Eisen, also irgendwas, was nicht nach, eigentlich nicht nach Nobelpreis klingt, Institut für Eisenforschung oder irgendwie sowas. Und die haben Nobelpreis für Chemie, ich meine vor 2 Jahren haben die das bekommen. Und davor gab es halt eine ganze Reihe an anderen Nobelpreisen und der letzte war, glaube ich, auch ein Deutscher aus München in den 90ern, der hat auch dafür, der hat sich dann eben angeguckt, wie eigentlich dieses, wie eigentlich diese Reaktion da H2N2 oder 3H2N2, wie das eigentlich genau im Katalysator passiert, weil Sie brauchen einen Katalysator. Und das heißt, dieses Verfahren, da können wir eigentlich ein ganzes Studium dran aufziehen und dieses Verfahren zieht immer noch eine ganze Reihe an Forscherinnen und Forschern an. Jetzt hatte ich ja die ganze Zeit, ich schweife ein bisschen ab, das ärgert mich eigentlich wieder, über technische Zeichnungen und diese Sachen geredet und jetzt sehen wir da eine Anlage. Ist das da eine technische Zeichnung? Also ist das hier eigentlich Konstruktionslehre? Nee, was ist das? Ein RI-Fließbild? Nicht ganz. Für ein RI-Fließbild fehlen noch ein paar Ventile und so. Genau, ein Verfahrensfließbild. Das heißt, es ist ein Fließbild, die haben auch mit technischen Zeichnen irgendwie zu tun. Aber eigentlich kommen die immer erst in der Verfahrenstechnik. Das heißt, wenn wir dann um 13 Uhr Verfahrenstechnik machen, dann gucken wir uns diese Fließbilder an. Das heißt, das hier ist keine technische Zeichnung im Sinne von, ich baue mir ein Messgerät oder ich baue mir einen Motor oder ich baue mir was auch immer, sondern hier geht es, ich baue mir eine Anlage oder ich mache eine Anlage irgendwie besser. Gut. Tipps zum Erstellen von Skizzen. Eigentlich brauchen Sie das nicht, aber ich finde es gut, wenn Sie sich das trotzdem zu Herzen nehmen. Und zwar, was brauchen Sie? Mittellinien als Hilfslinien zeichnen, das habe ich nie gemacht, das hat mich immer geärgert. Ich habe immer so wild drauf losgemalt, das ging immer nach hinten los. Und dann ist es so, dass Sie tatsächlich, also wenn Sie wirklich mal Sachen seriös in Skizzen machen wollen und sich mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, dann nehmen Sie nicht den erstbesten Kuli, den Sie finden, sondern nehmen Sie einen ordentlichen Bleistift oder ordentlich einen Feinliner oder was auch immer.
Und dann sollten Sie die Linien auch unterschiedlich kennzeichnen. Zum Beispiel Mittellinien als dünne Strichpunktlinien, wie das in der technischen Zeichnung auch gefordert ist. Und das sieht man hier zum Beispiel auch relativ schön. Das ist einfach so eine Hilfslinie, die hier reingemalt wurde. Und dann kann man auch Skizzen auf relativ hohem Niveau schon anfertigen und kann sich sehr, sehr viel Gedanken über das Konstruieren machen. Gehen Sie iterativ vor, also Step für Step für Step für Step. Stellen Sie dar, was Sie brauchen. Diskutieren Sie Ihre Skizzen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Versuchen Sie sowieso als Ingenieur, Ingenieurin nicht alleine zu arbeiten. Okay? Also auch dieses Rechnen und so. Ist immer cooler eigentlich, wenn man das zu zweit, zu dritt macht und so. Wir sind, das war ganz am Anfang, was wir hatten, zu viel dieses Einzelkampf und so. Machen Sie das nicht. Aber ja, versuchen Sie einfach irgendwie, oh, ich muss mal ganz kurz hier was gucken, okay, gut. Also versuchen Sie irgendwie Skizzen seriös zu erstellen, immer wenn es sich anbietet, und versuchen Sie, die auch mit Leuten zu besprechen. So, hier wäre jetzt mal die erste technische Zeichnung. Ich will noch gar nicht ins Detail hier rein, sondern eigentlich nur auf eine Sache hinaus, und dann können wir das auch gleich mal üben. Ich frage mal so, was verändert sich denn jetzt zur Skizze hier? Wenn Sie sich das so angucken, das ist jetzt das Narbenteil einer Kupplung. Das sehen Sie auch hier, das ist eine Narbe. Und Sie sehen, das ist dasselbe, was wir als Skizze auch hatten. Aber was ist jetzt anders? Genau, also es sieht alles so ein bisschen aufgeräumter aus und sieht alles so aus, als wenn das alles irgendwie da sein soll, wo es auch sein soll. Die Striche sind genormt, es gibt dicke Striche, dünne Striche, es gibt schraffierte Flächen. Es gibt hier irgendwelche komischen Dreiecke mit Haken, die aussehen wie ein Wurzelzeichen. Dann stehen da irgendwelche Sachen, RA. Gibt es noch was anderes? Ja. Genau, also die Schriftart ist auch genommen. Bei mir war das sogar noch so im ersten Semester, dass wir so ein Zeichending hat, ich weiß gar nicht, ob das im Maschinenbau so ist, wo auch diese genormten Buchstaben drin waren. Die können Sie dann so nachzeichnen tatsächlich. Und die genormten Kreise für Radien und so, das kann man dann alles nachzeichnen. Eine kurze Frage, weiß jemand, was das hier ist? Dieses Ding hier? Ja, einen Moment. Was das hier ist? Diese hier, das da. Ja? Genau, wie genau? Also die Oberfläche, die Rauheit der Oberfläche, also das, was wir da beim Glas irgendwann mal hatten mit der glatten Oberfläche, das ist die Rauheit der Oberfläche. R, weiß jemand, wofür RA stehen könnte? Also das A? Ja? Außen? Nee. Macht Sinn, weil die hier tatsächlich so gezeichnet sind, aber überlegen Sie mal, Sie haben eine Oberfläche und die hat eine Rauheit. Die ist irgendwie so. Irgendwie so. Und jetzt müssen Sie diese Rauheit bestimmen. In einer Zahl. Was könnte jetzt RA bedeuten? Ja? Ja. A für arithmetisches Mittel. Das heißt, Sie können eine Nulllinie oder Sie können hier so eine Mittellinie haben und dann können Sie das arithmetische Mittel davon bilden und das darf nicht über eine gewisse Länge einer Strecke, die auch vorgegeben ist, darf das nicht abweichen. Und was Sie hier auch sehen, sind Zahlen, also Sie sehen hier Zahlen bei der Oberfläche und hier ist zum Beispiel ein Durchmesser oder keine Ahnung, hier ist dieser Abstand. Weiß jemand, in welcher Einheit die Zahlen, das sind ja Längenangaben, in einer technischen Zeichnung angegeben werden? Millimeter, genau. Deswegen stehen da auch keine Einheiten. Was glauben Sie aber hier? Ist das hier Millimeter? Nee. Das heißt, bei Rauheiten ist das Einzige, wo Sie in Mikrometer angeben, ohne die Einheit zu ändern. Das steht dann auch wieder alles in den Normen drin. Da finden Sie, okay, Rauheit so, RA ist arithmetisches Mittel. Es gibt auch noch ein, zwei andere Sachen, die man da nehmen könnte. Und was aber wichtig ist, also alles, was da steht, ist in Millimetern, außer Rauheiten. Rauheiten in Mikrometer. Ja? Und wann ist denn ein Patent nicht mehr gültig? Also wie weit darf das abweichen? Ein Patent? Ja. Also zum Beispiel in dem Fall. Das ist ja jetzt eine technische Zeichnung. Wenn man
Ja, das Problem ist, dass Sie, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich stelle die Frage mal zurück, okay? Da kommen wir nämlich gleich nochmal zu. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Letztendlich ist es die Firma oder der Kunde, die sagt, nö, kaufen wir nicht. Ja, also zum Beispiel bei uns, bei der Glasherstellung, es war auch, das darf ich jetzt im Livestream nicht sagen, also da hat man schon sehr gemerkt, welche Autohersteller gut sind und warum, weil die, die gut sind, die haben sehr krasse Vorgaben, was eben genau die Abweichung von so Einbau, Glas und sonst was hat. Und dann gab es ein paar, die waren da sehr laissez-faire und manche von denen konnten sich das leisten, weil die haben das Auto irgendwie anders verkauft und manche von denen konnten sich das eben nicht leisten. Und das war ganz, ganz interessant. Und das heißt, da, da hat man gegen keine Gesetze verstoßen, sondern das war so ein Agreement, was sagt man als Firma, was für eine Qualität möchte man mindestens verkaufen und was ist der Kunde, was für eine Qualität möchte man mindestens einkaufen. Und das merkt man tatsächlich bei verschiedenen Firmen, also ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt halt für verschiedene Sachen, also bei Laptop-Firmen fällt mir zum Beispiel eine Firma ein, die sehr, sehr teure Geräte immer verkauft, aber man sagen muss, die Geräte sind auch irgendwie gut. Also sie sind halt gut, auch, ne, so, das ist halt so. Aber als krasses Beispiel, man nimmt ein Patent und macht es besser. Als Beispiel. So. Ja. Über diese Rauheiten und sowas? Allgemein. Das kommt drauf an, das könnte aber an der erfinderischen Höhe scheitern tatsächlich. Also wenn Sie so eine Technik, also wenn Sie eine, wenn das hier quasi eine Lösung für irgendwas wäre und Sie sagen, ja, ich verbessere mal ein bisschen die... Nö, dann würde Ihr Patent abgelehnt werden, würden Sie sagen, kriegen Sie nicht und dann dürfen Sie das nicht haben, weil der andere das Patent darauf immer noch hält und dann müssen Sie bezahlen. Okay, ich möchte noch auf eine Sache hinaus. Was sieht man hier, wenn Sie sich das Bild angucken? Also wie ist das Ganze dargestellt? Das ist ja ein dreidimensionaler Körper, aber... Genau, zwei Seiten, perfekt. Weil... Technische Zeichnungen werden in der Regel immer zweidimensional gemacht. Dreidimensional zu zeichnen ist nicht so leicht. Das Video, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, war dreidimensional. Das kriegen Sie aber aus einer 2D-Zeichnung. Ein Rechner kann das sehr, sehr leicht darstellen oder rechnen. Und was Sie hier haben ist, Sie brauchen Ansichten. Und zwar brauchen Sie am liebsten nicht irgendwie geraten 5 Ansichten, damit Sie alle Ihre Informationen haben, sondern Sie brauchen... möglichst wenig Ansichten, Sie wollen möglichst effizient das Ganze machen, aber Sie wollen das Bauteil auch als dreidimensionales Bauteil bauen können. Und das hat man hier über 2 Ansichten geschafft. Und letztendlich gibt es immer den 3D-Körper. Ne? Also das ist jetzt so ein Standardbeispiel und diesen 3D-Körper würde ich jetzt gerne, gucken, ob ich es an der Tafel überhaupt hinkriege, zweidimensional zeichnen. Und um das zweidimensional zu zeichnen, gibt es Normen, die wir benutzen können. Und das heißt, ich kann mir das Ding mal von vorne angucken, ne? Genau wie hier. Ja, also das wäre das rechts hier, das wäre von vorne. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf gucke, ich glaube, ich mache es lieber so. Ist jetzt nicht perfekt mittig, aber ist von vorne. Oder fehlt da noch was? Also ich gucke von vorne drauf. Ja. Genau, also die Schräge muss ich noch irgendwie machen. Und jetzt? Bin ich jetzt fertig? Genau, warum brauche ich die Linie hier unten? Genau. Also das geht nicht durch, sondern da ist jetzt so. Und wenn ich jetzt von vorne darauf gucke, dann weiß ich, hier ist eine Kante und ich weiß, hier ist irgendwas. Was ich aber nicht weiß, ist, ob das hier reingeht oder ob das rausgeht. Das kann ich aus Hand dieser Zeichnung nicht sagen. Und das wäre die Vorderansicht. Das heißt, mit einer Zeichnung kann ich mein Bauteil nicht komplett darstellen. Und das heißt, wenn ich jetzt von links drauf gucken würde, das wäre die Seitenansicht links, dann könnte ich das Ding auch wieder zeichnen. Und das wäre rechts davon. Warum rechts davon, zeige ich Ihnen gleich. Und was ich da jetzt mache, ist, ich gucke jetzt von der Seite drauf. Was müsste ich jetzt hier hinmalen, an diese Stelle? So ungefähr, Pi mal Daumen. Was, ja?
Genau, hier würde jetzt eine Schräge nach unten gehen. Und wie geht es jetzt weiter? Genau, gerade nach unten, mehr oder weniger gerade und dann hier so. Bin ich jetzt fertig? Genau, das, was innen drin ist, das sehe ich ja jetzt nicht. Aber es ist nun mal da drinnen und dafür benutzt man jetzt die gestrichelten Linien. Und jetzt weiß ich schon sehr, sehr viel mehr über mein Bauteil. Und was ich jetzt noch machen kann, ich bräuchte es eigentlich nicht, wäre die Draufsicht. Also das heißt, ich gucke von oben drauf. Zack, 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 zack. Hier ist die Schräge und das ist die Draufsicht. Fehlt da noch was? Ja, was fehlt da noch? Ja. Genau, also es fehlt wieder die gestrichelte Linie. Und was eigentlich ganz cool ist, Sie können ja auch so eine Diagonale ziehen und dann können Sie die Sachen auch spiegeln. Okay, also Sie können die Sachen auch auseinander konstruieren und das ist genormt und das ist die sogenannte Drei-Felder-Projektion. Und die Drei-Felder-Projektion nutzen Sie eben dafür, um einen dreidimensionalen Körper zweidimensional zu zeichnen. Und dann können Sie hier raus mit einem Computerprogramm relativ simpel so eine 3D-Geometrie, zum Beispiel für den 3D-Drucker oder für unser Rheometer finden. Gut, warum ist die Anordnung so, wie sie ist? Das hat man sich mal überlegt und das sieht man hier, wenn man immer gesagt hat, man nimmt die Projektionsflächen. Das heißt, ich habe einen Körper, das hier, das ist eigentlich ein doofer Körper, egal. Und dann gucke ich von hier drauf und das wird hierhin projiziert. Okay, also diese Fläche hier wird hier in diese Fläche projiziert. Und das ist das da. Und jetzt gucke ich von hier drauf, das ist Seitenansicht links, wird hier projiziert und dann wird das einmal aufgeklappt, wie bei so einem Papier, zack. Und deswegen wird das geklappt. Okay? Und dann gucke ich von oben, projiziere und das wird wieder geklappt. Ja, also das sind diese Klappdinger, die Sie sehen und deswegen darunter. Und das ist die sogenannte Projektionsmethode 1 in Klammern E für Europa. Und das ist DIN ISO, steht da nicht, steht hier, 5456. Also das ist tatsächlich in der DIN-Norm geregelt, dass Sie drei Felder so zeichnen. Und das benutzen wir größtenteils in Europa. Es gibt auch genau das Umgekehrte, dass Sie sagen, und das ist im angloamerikanischen Raum, Projektionsmethode 2, dann ist links ist links und Draufsicht ist Draufsicht. Was muss man immer machen, wenn man sowas macht, wenn man sowas benutzt? Was müssen Sie dann auf jeden Fall dazu schreiben, wenn Sie irgendwie so eine Projektionsmethode benutzen? Ja? Welche man benutzt hat. Genau. Welche man benutzt hat, es sei denn, also in Europa würde man davon ausgehen, Sie nehmen jetzt Projektionsmethode 1, dann ist gut. Aber wenn Sie anfangen, eine andere zu benutzen, dann schreiben Sie eben dahin Projektionsmethode 2, bababa. Und dann weiß jeder, okay, Sie wissen, was Sie da tun, ist auch okay. Und aus irgendeinem Grund haben Sie sich für die andere entschieden. Ich habe noch eine andere hier, die würde ich jetzt mit Ihnen nicht groß üben, aber doch, eigentlich können wir das mal machen, wir haben genug Zeit. Vorderansicht. Wie würde die Vorderansicht aussehen im Vergleich zu dem da? Also das, was wir schon haben. Anders, gleich oder... Genau, also erstmal kann ich das Ding da eigentlich kopieren. So, so, so. Und dann so. Was muss jetzt noch dazukommen? Ja? Genau, größer oder kleiner als das da? Genau, das ist irgendwie größer. Oh, ist schön, so dreidimensionales Denken, so nach was auch immer, wie lange, um wie spät ist es? 8 Uhr? Ja, passt ja. Oh. Läuft dieser Timer eigentlich noch? Okay. Sehr gut. Okay, Seitenansicht von links. Basteln wir uns die mal zusammen. Da können wir ja erstmal das von drüben kopieren. Irgendwie so. Bleibt das so oder kommt da noch was dazu von links? Der Kasten da links dran ist gestrichen auf der linken
Genau, jetzt muss ich hier mit der Höhe aufpassen. Und jetzt ist es ganz wichtig, weil dieser Kasten, also die beiden Sachen, die hier ja noch, also hier habe ich die Info, dass es draußen, aber ich weiß gar nicht, ob der vorne oder hinten ist. Und hier kriege ich jetzt die Position. Ne? Also hier weiß ich jetzt genau, wo das Ding ist. Und wenn ich jetzt von oben drauf gucken würde, müsste man hier, ja, erstens, auch nicht ganz ordentlich, dann lassen wir das. Von oben, genau so, zack, dann ist da auch, gut, das ist da auch, so, so, so. Was passiert mit dem Kasten? Wo kommt der Kasten hin, ja? Genau, oben links, also hier in die Ecke. Wenn Sie mal Lust haben, mit sowas rumzuspielen, das sind so die Standardsachen, die finden Sie in jedem Lehrbuch. Versuchen Sie das mal, also wir gucken uns ja gleich auch ein CAD-Programm an, basteln Sie sich die Dinger mal im CAD-Programm zusammen und schmeißen Sie die mal in einen 3D-Drucker und dann haben Sie schon einmal durchlaufen, wie all diese Sachen überhaupt funktionieren. Ist relativ leicht und man lernt ganz gut dafür. Genau, Sie haben Zeit. genau. So. Jetzt kann es sein, das gilt für die beiden nicht, dass tatsächlich die drei Ansichten nicht ausreichen. Und deswegen sind insgesamt bis zu 6 Felder definiert. Und das ist Seitenansicht links, Seitenansicht rechts, Rückenansicht, Untenansicht, Draufsicht. Aber generell nehmen Sie immer, wenn nicht anders gefordert oder anders sinnvoll, nehmen Sie immer die drei Felderansicht. Und zwar nicht mit irgendwelchen, sondern immer mit Vorderansicht, Seitenansicht links und Draufsicht. Das ist immer der Standard. Gut. Dann gibt es eine sogenannte Pfeilmethode, weil beim technischen Zeichnen gibt es einerseits die ganz, ganz festen Regeln, wo ich Ihnen sage, Sie nehmen immer Vorderansicht, Seitenansicht links, Draufsicht. Andererseits versucht man, Zeichnungen auch immer ökonomisch zu machen, also mit möglichst wenig Aufwand. Das heißt, man versucht auch möglichst viele Regeln einzuführen, wie das Ganze ökonomisch werden kann. Und bei dieser Pfeilmethode ist es zum Beispiel so, dass Sie sagen, naja, es gibt nicht die Projektionsmethode 1 oder Projektionsmethode 2, sondern Sie können durch Pfeile Ebenen definieren. Also die Ebene U, die Ebene V, die Ebene W, die Ebene Y. Und dann weiß ich ganz genau, aha, W, das ist diese Sicht. Ne? Also da gucke ich von hier drauf. Und dann weiß ich U, das sehe ich hier, aha, da gucke ich von da drauf. Wo brauche ich sowas? Zum Beispiel hier, da sehen Sie jetzt hier so einen Flansch. Und da ist es so, wegen dieser Krümmung, ist es eigentlich überhaupt nicht gut, das Ding so zu zeichnen. Verlieren Sie viel zu viel Information, ist ganz, ganz schwierig zu malen. Und das heißt, Sie können das Ding eigentlich mit zwei Ansichten darstellen, wenn Sie dem Leser klar machen, ich gucke jetzt hier drauf. Und dann haben Sie hier die Bohrlöcher, hier ist der Eingang hier rein, also ist alles innerhalb von zwei Ansichten easy gemacht. Und dafür können Sie eben die Pfeilmethode, das heißt, dafür können Sie auch von so welchen Normen abweichen, wenn es Sinn macht, wenn es ökonomisch ist, wenn es die Readability, also wenn es die Lesbarkeit erhöht. Und rechts sehen Sie dasselbe, aber was ist der Unterschied von rechts zu links? Was fehlt rechts? Genau, sehr gut. Das heißt, ich habe die Ansichten einfach so gemalt, dass es total naheliegend ist, wo die dazugehören. Das heißt, ich habe die Pfeile jetzt auch wieder weg, weil links mit dem Pfeil, das ist okay und rechts habe ich den Platz. Aber wenn ich jetzt da mit ganz vielen Pfeilen anfange, dann bringe ich das Bild eigentlich nur durcheinander. Sowieso kein leichtes Bild. Und das heißt, ich ordne das Ganze so an, dass es einfach, also man erkennt das sofort, man guckt drauf und versteht es sofort. Und das heißt, das sind Methoden oder Situationen, wo Sie hier abweichen können. Gut, sind wir wieder hier. Das ist die sogenannte Einzelzeichnung. Was ist eine Einzelzeichnung? Oder warum steht das hier so als besonderer Punkt, Einzelzeichnung? Ich muss mal gucken, ob es das hier auch so gibt. Möchte jemand bauen? Ja? Okay. Dann aber ich will das Flugzeug hinterher haben. Zumindest brauche ich es nochmal. Okay.
Was ist hier bei der Einzelzeichnung? Was ist Einzelzeichnung? Was sehen Sie da? Also es ist eine Narbe. Was ist es? Wie soll ich sagen? Was ist es? Ist das ein ganzer Motor, den wir da zum Beispiel sehen? Ist es ein komplettes Gerät, was wir da sehen? Was ist es? Also was wäre jetzt hier, ich nehme Ihnen das nochmal kurz weg, tut mir leid, kriegen Sie gleich wieder. Wenn ich jetzt Einzelzeichne, ich habe hier die Lego-Stückchen und ich will jetzt Einzelzeichnungen machen. Was würde ich hier darstellen in einer Einzelzeichnung? Einen einzelnen Baustein. Okay, ich würde nur einen einzelnen Baustein, ich würde nicht wie mehrere Bausteine zusammengesetzt sind, sondern ich würde nur einen Baustein darstellen. Das heißt, in einer Einzelzeichnung sind immer die Einzelteile, also einzelne Bauteile, so klein, wie Sie die kriegen, bevor Sie die irgendwie zusammensetzen. Und so ein Einzelteil heißt, das kann ohne Zerstörung nicht weiter klein gemacht werden. Also so einen Legostein kriege ich nicht kleiner, ohne ihn kaputt zu machen. Wenn Sie aber gleich anfangen, die Dinger zusammenzusetzen, dann kriege ich sie kleiner, indem ich sie wieder auseinandernehme. Okay? Aber das funktioniert nicht mit dem Einzelteil. Und diese Zeichnungen sind in der Regel Fertigungszeichnungen. Das heißt, diese Dinger wandern in die Maschinen oder an den, der die Maschine bedient. Und dann wird der das irgendwie in sein Gerät reintun. Das gucken wir uns später auch noch an, wie genau er das macht. Und Sie brauchen, das hatten wir schon mit den Ansichten. Und was auch wichtig ist für Einzelteile, Sie fügen für jedes Einzelteil immer eine eigene Zeichnung ein. Okay, das heißt, wenn Sie mehrere Einzelteile, also wenn wir jetzt hier die ganzen Bausteine hätten, würden wir für jeden eine einzelne Zeichnung machen. Und diese Zeichnungen sind komplett bemaßt. Ja, also ich brauche die kompletten Maße, dass ich das Ding bauen kann. Und das sehen Sie auch in den ganzen Zahlen, das ist eine ganze Menge. Und das ist auch gar nicht so trivial, weil Sie wollen auch hier wieder ökonomisch sein. Das heißt, Sie wollen auch hier möglichst wenig Zahlen hinschreiben, aber das gesamte Bauteil eben bemaßt haben. Wie bemaßt man? Das ist hier einmal dargestellt. Sie haben so Maßlinien, ne? Und die sind dann immer mit so dünneren Linien. Also hier hatten Sie so richtige Kanten, die sind eigentlich doppelt so dick. Dann gibt es die sogenannten Maßhilflinien, die gehen hier hoch. Sie haben das Nennmaß, also das wäre dann in Millimeter. Und wenn Sie mal gucken, das ist genauso, wie man das hier sieht. Man hat diese Pfeile und das ist eben die Bemaßung. So, dann gab es jetzt eben die Frage nach, was ist denn, wenn die Rauheiten nicht eingehalten werden oder wie stelle ich denn das dar? Und das ist bei der Bemaßung gar nicht so leicht, denn jeder von uns würde das Ding anders bemaßen. Da gibt es 1000 Möglichkeiten und das heißt, es gibt verschiedene Arten, wie man so ein Ding bemaßen kann. Und das ist in der DIN 406 geregelt und das heißt, es gibt einmal funktionsbezogen, fertigungsbezogen und prüfbezogen. So, was heißt das jetzt? Es gibt eine Bemaßungsart, das heißt, ich habe mein Bauteil und die Bemaßung, die ist so idealisiert, dass das ganze Ding seine Funktion am besten erfüllt. Ja, das heißt, mir ist das eigentlich jetzt völlig egal, ob man das gut bauen kann, wie ich das Ding bemaßt habe, sondern es geht darum, okay, das soll auf jeden Fall funktionieren und dementsprechend ist es auch gemalt. Gut, also wenn Sie jetzt irgendwelche Flugzeugbauteile oder was weiß ich haben, ganz, ganz wichtig, Funktionsbetonung. Hier steht Zusammenarbeiten und Passen der Bauteile steht im Vordergrund. Toleranzen sichern störungsfreie Funktionen. Also wenn Sie Sachen haben, die so ineinander gehen sollen und gut ineinander passen müssen, also wenig Spiel haben, dann nehmen Sie so eine funktionsbezogene Bemaßung. Übrigens, weil wir das schon mit Klausur relevant haben, das frage ich in jeder Klausur immer ab. Also in jeder Erstsemesterklausur, jetzt nicht im Master in Aerosol oder so, aber in jeder Klausur frage ich das immer ab. So, das zweite ist fertigungsbezogen. Und fertigungsbezogen heißt, dass Sie es so machen, dass Sie das Gerät gut oder den Gegenstand sehr, sehr gut fertigen können. Und das heißt, dass Sie die Maße so wählen, dass derjenige, der das macht, die am besten direkt in sein Gerät reintun kann. Und das hier ist jetzt ein Blech mit einer Bohrung. Und bei einer fertigungsbezogenen Bemaßung würden Sie die Bohrung
so bemaßen. Also Sie würden das hier irgendwie über die Zentrierung, weil dann kann der Bohrer einfach zentriert genau dahin. Und jetzt kommt das Nächste, das ist prüfbezogen. Und beim prüfbezogen versuchen Sie so zu bemaßen, dass das Ganze besonders gut überprüft werden kann. Das heißt, Sie fertigen irgendwas und Sie haben eine hohe Qualitätssicherung. Und in dieser Qualitätssicherung wollen die auf jeden Fall sicherstellen, dass diese Bohrung auch an der richtigen Stelle ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie haben wenig Spiel und das muss sein. Und das heißt, Sie würden tatsächlich in dem Fall, würden Sie so bemaßen. Weil geprüft wird immer mit irgendeinem Taster oder so und der Taster fährt bis an diese Kante. Und der Bohrer fährt ja nicht an die Kante, der Bohrer fährt in die Mitte, geht rund. Das heißt, dem Bohrer sagen Sie immer, wo ist das Zentrum. Das geben Sie auch in das Gerät so ein. Aber wenn Sie prüfen wollen, dann haben Sie einen Taster und der fährt nicht in die Mitte, weil dann müsste er nach links und rechts, sondern der fährt bis zur Kante. Okay, also das wäre jetzt so ein ganz simples Beispiel für Unterschied fertigungsbezogen und prüfbezogen. Dann haben wir eine Gesamtzeichnung. Gesamtzeichnung, wie verändert sich jetzt diese Zeichnung zu der Zeichnung, die ich Ihnen gerade gezeigt habe? Ja? Ja. Eins ist das, zwei ist das, drei ist das. Und man sieht halt, in welchem Größenverhältnis die zueinander stehen, beziehungsweise wie die halt miteinander zusammengefügt werden. Genau, also Sie haben auf jeden Fall erstmal eine Stückliste, 1, 2, 3, und dann steht auch, was ist 1, 2, 3. Und bei so einer Gesamtzeichnung, wenn Sie einen Motor haben wollen, dann kriegen Sie eine Gesamtzeichnung vom Motor und dann sind die Einzelteile da drin. Ne? So eine Stückliste, das, 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 das. Und mit dieser Gesamtzeichnung können Sie den Motor nicht bauen. Aber was Sie sehen, und das ist auch das, was Sie richtig gesagt haben, ist, wie diese Dinger eben ineinander gehören. Ne? Also wie baue ich die zusammen? Was ist mit den Bemaßungen hier? Ist das anders oder ist das genauso? Ist das, wenn Sie das zur Einzelzeichnung vergleichen, ist das genauso oder... Sehr viel weniger, genau. Also bei der Einzelzeichnung haben wir alles bemaßt, damit wir das Ding bauen können oder prüfen können oder was auch immer. Und jetzt ist hier sehr, sehr viel weniger Bemaßung. Aber welche Bemaßung ist denn hier angegeben? Oder ist das willkürlich irgendeine? Ja? Genau, die Gesamtausmaße. Das heißt, hier ist es jetzt wichtig, Sie haben was und dann sehen Sie, wie wird das aus den Einzelteilen zusammengesetzt und dann interessiert Sie gar nicht, wie groß die einzelnen Teile sind, das haben Sie ja in der Einzelzeichnung. Aber was Sie gerne wissen wollen, wenn wir beim Beispiel mit dem Motor bleiben, ist, wie groß ist denn Ihr Motor? Oder wenn Sie zum Beispiel hier, da ist es so ein Ventil und dann ist eben wichtig, hier sind ganz, ganz viele Bauteile, dann sehen Sie die Stückliste, irgendwie die Dichtung, Unterlegscheibe, Dichtung, Spindel, Packung und so weiter. Aber eigentlich interessiert Sie hier nur die Anschlussmaße. Ne? Also Sie wollen das Ding ja einsetzen in Rohre, in irgendeiner Chemieanlage. Und das heißt, in der Gesamtzeichnung interessiert Sie nur, passt das Ding da rein oder nicht. Und der Rest, den kriegen Sie dann eben in den Einzelzeichnungen. Also das wäre dann hierzu die gehörige Einzelzeichnung. Und das wären alle die Teile, die hier drin sind, weil das ist alles zusammengebastelt. Das sind nicht alle. Und hier sehen Sie übrigens noch eine ganz andere wichtige Sache. Was sieht man in dieser Zeichnung noch, wenn Sie sich mal angucken? Also man sieht viele Sachen, aber ich will auf eine bestimmte Sache hinaus. Wenn Sie sich das oben und die alle darunter angucken, fällt Ihnen was auf dabei? Was ist bei dem oberen Bild oder die obere Zeichnung im Verhältnis zu den anderen? Wie unterscheidet die sich, ja? Genau, das sind die Einbaustücke und das andere ist so dieses größere. Aber wie ist es dargestellt? Also es sieht auch... Man sieht es für das oben, man sieht es auch für das unten. Ganz unten ist es auch. Das in der Mitte und darunter ist nicht so. Sind die alle in realer Größe dargestellt? Sie haben, wenn man guckt, hier 2 zu 1. Okay? Also das heißt, die sind nicht alle im selben Verhältnis. Hier ist das nicht, hier ist wieder 2 zu 1. Das heißt, hier ist alles so, wie es ineinander gehört. Und hier hat man das eben, wie man das für sinnvoll erachtet, damit man das gut erkennt, die Sachen größer
oder kleiner gemacht. Okay? Und das ist was, was sie auch sehr viel in den Zeichnungen finden und auch nutzen, damit sie die Sachen eben entsprechend lesen können. Gut, kleine Wiederholung. Also technische Zeichnung, ganz wichtig, was Sie wissen sollten, ist Einzelteilzeichnung, Zusammenbauzeichnung. Einzelteilzeichnung heißt, enthält alle für einen besonderen Arbeitsschritt, zum Beispiel Fertigung, Prüfung, was auch immer, notwendigen Informationen, grafische Darstellung der Bauteilform, vollständige Bemaßung, ganz wichtig, vollständige Bemaßung, zulässige Abweichung von Maß, Form und Lage. Das heißt, was Sie da auch immer drin haben, ist so ein Plus-Minus. Ne? Also Toleranzen, was darf ich nicht. Gesetzlich vorgegeben, mit Kunden abgesprochen, eigener Qualitätsanspruch, wie auch immer. Werkstoff und Rohteil, da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen, aber Sie haben in den Zeichnungen tatsächlich auch die Werkstoff, also auch was Martin Bonnet erzählt hat, diese Kürzel für Werkstoffe, die finden Sie auch in den technischen Zeichnungen. Okay, also hier greift das auch wieder so ein bisschen ineinander. Oberflächenbeschaffenheit ist auch sehr wichtig und weitere Forderungen. Also zum Beispiel ist bei der Oberflächenbeschaffenheit ist es ganz oft so, dass ein bestimmtes Fertigungsverfahren, die wir später noch kennenlernen, gefordert wird. Das heißt, diese Oberfläche darf nur mit einem spanenden Verfahren zum Beispiel behandelt werden. Okay, das wird dann alles festgelegt. Zusammenbauzeichnung gibt die Anordnung der Bauteile wieder, grafische Darstellung der Form und oder relative Position, Haupt- und Anschlussmal, Maße, Erzeugnis, Informationen über Einzelteile, Einsatzmenge und so weiter. So, dann gibt es noch eine Zeichnung, die eigentlich technisch überhaupt keinen Sinn macht, aber die wir sehr, sehr gerne benutzen. Und das sind die sogenannten Explosionszeichnungen. Und das ist jetzt das Ding hier, das hier in der Explosionszeichnung. Und das sieht natürlich viel cooler aus. Und das sieht auch viel mehr nach Ingenieurwesen aus und was auch immer. Und die benutzen wir auch genau deswegen. Diese Dinger werden vor allem in Katalogen benutzt. Ne? Also wenn Sie in Katalogen Sachen darstellen wollen, machen Sie das immer sehr, sehr gerne über Explosionszeichnungen. Und was der Vorteil ist, die Dinger früher per Hand zu zeichnen, war super schwer. Aber der Computer, wenn Sie einmal eine 2D-Zeichnung angelegt haben, gibt der Computer Ihnen das. Ne? Das ist halt das Schöne am CAD. CAD spuckt das alles aus. Und deswegen benutzen wir das hier zum Beispiel. Oder beim Lego werden Sie es auch sehen. Also das sind immer so sehr, sehr verständliche Zeichnungen. Und auch hier im Patent, wir hatten ja schon die Patente jetzt des Öfteren, beim Patent wird das auch sehr, sehr viel benutzt. Ne? Also das ist jetzt der Tesla-Akku. Und hier ist etwas, was ich auch sehr gerne benutze, das ist ein Patent, da geht es um die Lithiumherstellung. Und was die gemacht haben, da könnte man eine ganze Vorlesung Chemieingenieur, ein ganzes Studium wieder Chemieingenieur machen. Was die gemacht haben, ist, die wollten sich bei der Lithium-Ionen-Batterie, wollten die im Prinzip das Kathodenmaterial besser herstellen. Also bei Lithium-Ionen-Batterie, da gibt es Leute, die wollen die ganze Batterie bauen und dann gibt es Leute, die wollen einfach gewisse Materialien machen. Und beim Lithium ist es so, das Lithium wird irgendwie gefördert. Weiß jemand, wo das meiste Lithium gefördert wird? China? Lithium, wo wird das meiste Lithium gefördert? USA? China? Bolivien? Australien. Noch ist es, glaube ich, Australien. Dieses Jahr müsste ich mal gucken. Aber Australien, die machen das auch nicht in dem Wasser, sondern die holen das aus dem Erz raus. Und Australien hat riesige Lithiumvorkommen. Also sie haben sowieso riesige Vorkommen von allen. Aber in Australien wird noch extrem viel Lithium gemacht. Jetzt ist aber egal, ob in Australien oder in Bolivien, was machen Sie mit dem Lithium? Wenn Sie das fördern, können Sie das ja nicht direkt in die Batterie machen, sondern Sie machen Lithiumcarbonat daraus. Lithiumcarbonat ist ein Salz, das können Sie sehr gut herstellen. Das können Sie vor allen Dingen sehr, sehr gut transportieren. Und wenn Sie Lithium aus dem Boden holen, sind Sie in der Regel nicht der Experte für Batterien, sondern Sie wollen einfach das Lithium verkaufen. Ein Experte, das da rauszuholen, das ist auch nicht so ohne. Und das heißt, Sie wollen das irgendwie in einer Währung haben, die man gut verschiffen und verkaufen kann. Und das Lithiumcarbonat, das können Sie an alle verkaufen, also auch an die, die das für Gläser benutzen oder für medizinische Zwecke. Und dann gibt es eben ganz viele Firmen, die irgendwie dieses Lithiumcarbonat zu ganz, ganz tollen Lithium Verbindungen machen wollen, die man in den Batterien machen kann.
Und das Coole hier ist, die haben diesen Reaktor, also so eine schöne Explosionszeichnung, patentiert. Und das Patent ist, ich glaube, es steht doch 2015, also ist kein altes Patent. Es ist ein Start-up dahinter, sitzt in Kanada, Saint-Gobain hat da rein investiert, VW hat da rein investiert, andere große Firmen haben da rein investiert. Und letztendlich, wenn man sich das anguckt, das sieht aus wie aus dem Lehrbuch Chemieingenieurwesen. Ne? Und die haben da einfach mal, und das habe ich ja auch vorhin gesagt, mit Theorie können sie Geld verdienen und Firmen gründen. Das heißt, die haben sich mal angeguckt, wie funktioniert denn so ein Rührkessel? Und die haben jetzt den Rührkessel nicht erfunden, aber die haben mal überlegt, okay, wie können wir den Rührkessel auf das Problem mit dem Lithium anwenden und was müssen wir da machen? Und dann haben die halt da ein paar Add-ons. Und was die gemacht haben als Add-on ist, dass die diesen Rührer einmal optimiert haben und dass die hier noch diese zwei oder sind auch mehr sowieso Strohhalme. Und was sie da machen ist, da kommt dann Gas rein und sie erzeugen Gasblasen, die dann da drinnen sind. Und wenn das Lithium dann weiter reagiert, kriegen sie ganz kleine Nanopartikel, weil sie so eine sehr, sehr schöne Oberfläche haben an der Blase. Das heißt, sie haben eine sehr gut kontrollierte Reaktion und kriegen sehr, sehr feine Partikel. Und sie haben einen One-Pot, ne? Also es passiert in einem Pot. Und das ist relativ cool, weil vorher haben sie Prozesse, die einen Schritt, noch einen Schritt, noch einen Schritt, noch einen Schritt. Und das heißt, auch hier ist wieder ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie man einfach Lehrbuchwissen anwendet, ins Labor geht. Können Sie alles, wäre alles an der Uni hier. Das Lehrbuchwissen wäre hier, die Labore wären, könnten Sie alles hier machen. Und deswegen, Sie wollen jetzt nicht alle Firmengründer werden, aber deswegen appellieren wir immer, kommen Sie zu uns und sagen Sie, was Sie gerne tun wollen. Okay, ja? Aber wie weit muss ein Patent verändert werden, dass es als neues Patent gilt? Ja, das kann ich Ihnen so pauschal nicht beantworten, weil es gibt immer die erfinderische Höhe und die Neuheit und das bewertet am Ende der Patentprüfer. Mhm. Und Sie haben... Das ist ja gerade schon sehr so dargestellt, als wenn es schon was Ähnliches gegeben hat und die aus dem vorherigen Patent das neue Patent entwickelt haben. Ja, das ist auch ganz, ganz oft so. Weil, also es ist tatsächlich so, Sie müssen das Rad nicht neu erfinden, aber Sie müssen so eine Art Neuerung dazu bringen. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht sagen, wie weit das... genau in jedem Schritt sein muss, aber Sie müssen das halt für den Patentprüfer so darstellen, dass Sie sagen, okay, ich habe mir das jetzt mal angeguckt und ich habe diesen bestehenden Prozess da und dadurch verbessert. Also haben die zum Beispiel gesagt, naja, also es gibt diese Rührkessel, finden Sie in jedem Lehrbuch, aber für das Lithium haben wir festgestellt, dass wir die besten Partikel machen, wenn man eben noch so Gasblasen da rein tut. Das heißt, wir haben diesen Reaktor jetzt so verändert, dass man genau die Gasblasen, die man genau für diese Reaktion, die kriegen wir perfekt da rein. Und dann würde man sagen, okay, das ist jetzt irgendwie, das wird nicht jeder einfach so können. Das muss sich man natürlich schon überlegen. Und dann wäre das jetzt so erfinderische Höhe und Neuheit, dann wäre das okay. Ja, die Regeln dahinter sind auch sehr, sehr wichtig, aber es ist auch sehr wichtig, dass Sie tatsächlich immer wieder verstehen, dass Sie quasi nicht, bei, also Sie können auf ganz viele Sachen zurückgreifen und Sie können ganz viel Lehrbuchwissen einfach nutzen, wirklich nutzen. Gut, jetzt möchte ich mit Ihnen noch einmal in FreeCAD reingehen und zumindest Ihnen zwei Methoden zeigen, wie man eine ganz, ganz einfache Geometrie erzeugt. Und zwar die Geometrie, die ich erzeugen möchte, ist... so ein Pac-Man-Kreis. Okay? Also ich möchte gerne so einen Pac-Man-Kreis machen, also ein Dreiviertelzylinder. Kompliziertere Geometrien wird jetzt ein bisschen schwierig. Und was ich dafür nutzen will, ist FreeCAD. Warum möchte ich FreeCAD dafür nutzen? Weil FreeCAD, wie der Name schon sagt, was ist FreeCAD? Genau, ist kostenlos. Kostenlos ist ganz wichtig, weil kostenlos heißt, niemand, also alle können sich das runterladen. Ist Open Source. Es gibt auch immer eine Community dahinter, die das Ganze supportet. Und kostenlos heißt auch, Sie haben keine Probleme mit Patentrechten. Das heißt, wenn Sie irgendwas konstruieren mit zum Beispiel AutoCAD oder irgendwas anderem, Solid Edge oder so, haben Sie nicht immer automatisch die Rechte daran. Okay, das muss man dann immer klären. Da müssen Sie mit den Leuten sprechen, die sich auskennen. Bei Open Source Programmen haben Sie keine Probleme, was das angeht. Dann ist das Ihres. Open-Source-Programme sind immer sehr, sehr toll. Ich bin auch ein großer Verfechter davon. Was ist wahrscheinlich das Problem mit Open-Source-Programmen? Was wird mit FreeCAD wahrscheinlich das Problem sein? Ja?
Genau, also bei sehr Sachen müssen gar nicht so kompliziert sein. Es kommt halt schnell an seine Grenzen. Es ist generell so, dass sie bei Open-Source-Programmen oft Probleme mit Usability haben. Ne? Also Open-Source-Programme sind, der Vorteil bei kommerziellen Programmen ist ganz oft, die sind halt dann auch perfekt auf Anwender zugeschnitten. Das heißt, sie klicken und dann, sie müssen das gar nicht so groß verstehen, sondern sie kommen auch mit Klicken und Schieben und so immer relativ gut weit. Und das ist halt der Witz, wenn sie an so einem Programm lernen, dann haben sie nie ein Problem, sich in ein teures Programm einzufügen. Okay, weil dann müssen sie wirklich YouTube-Tutorials gucken, nachdenken, tun, machen, irgendwelche Sachen, die es nicht als Regler gibt und sowas. Umgekehrt ist schwierig. Umgekehrt ist so, wenn Sie jetzt irgendwie lernen an dem perfekten CAD-Programm und dann funktioniert das alles ganz toll und Sie klicken dreimal und haben, was Sie wollen. Und dann haben Sie auf einmal nicht mehr das Programm, weil Sie sind nicht mehr an der Uni und die Lizenz wird nicht mehr bezahlt und Ihr Arbeitgeber sagt, nö, bezahle ich nicht. Dann wird es schwierig, sich in so ein Ding reinzufuchsen. Und was man hier hat, und das, wenn Sie da ein bisschen Interesse haben, ist ein ganz, ganz toller Kanal, Flowy's Corner, und der hat eine ganze Reihe an FreeCAD-Tutorials. Also Sie können die Tutorials einfach durchmachen, das dauert auch nicht so lange, und dann kommen Sie schon sehr, sehr weit mit FreeCAD. Und was auch cool ist, ist, dass er eben nicht nur so ein FreeCAD-Vertreter ist, sondern der guckt sich halt alle CAD-Software an. Das heißt, Sie sehen dann immer, welches gut, welcher hat welche Vorteile, wann benutzen die was. Also der kennt sich damit sehr, sehr gut aus und die Tutorials sind in meinen Augen auch echt cool. Und genau das würde ich jetzt auch mit Ihnen gerne mal machen, nämlich einfach so das erste Tutorial quasi. Ja. Also so sieht FreeCAD aus. Okay, und da ist jetzt erstmal nicht viel drin. Und das Erste, was ich mache, ist, ich mache eine neue Datei. Okay, die habe ich jetzt hier. Und diese neue Datei speichere ich erstmal direkt ab. Beispiel Vorlesung, da sehen Sie, ich habe das schon einmal probiert. Also wenn es jetzt nicht klappt, kann ich es einfach quasi wiederholen. Und dann nenne ich es jetzt einfach nur Vorlesung. Und jetzt ist das schon mal safe. Jetzt habe ich die Datei angelegt. Und jetzt möchte ich eben diese ganz, ganz einfache Geometrie mir hier basteln und dafür möchte ich einen neuen Körper erzeugen und das heißt, ich gehe jetzt hier in jetzt muss ich gucken, welches von dem ich machen will, genau, ich will das hier machen. Nein, das machen wir jetzt später. Ah doch, das haben wir da schon. Okay, zu addierenden Zylinder, zack, da. Okay, also ich habe hier so eine Auswahl an Sachen, die kann ich einfach anwählen. Und jetzt habe ich hier schon so einen Zylinder und ich möchte ja gern einen Zylinder haben, Dreiviertelzylinder. Und was ich jetzt machen muss, ist, ich muss dem Zylinder eine Bezugsachse geben. Ne? Also Sie sehen ja, das Ding ist dreidimensional, ich kann das irgendwie drehen. Ich habe da X, Y und Z. Und dann sage ich, okay, ich nehme hier die... Das hier ist meine Bezugsebene, XY. So, und jetzt gucke ich mir an, Radius. Also jetzt kann ich quasi die Geometrien bestimmen und ich möchte gern einen Radius von 60 mm und eine Höhe von 20 mm haben. So. Und dann möchte ich gerne den Dreiviertelzylinder haben. Jetzt muss ich nur noch eine Sache verändern. Was muss ich noch machen? Ist sehr, sehr einfach. Ja? Genau. Das heißt, über den Winkel kann ich hier jetzt super einfach zack so und da ist es. Okay? Das war's schon. Das heißt, ich habe jetzt hier, ich muss mal gucken, wie ich mir hier raus und will ich hier nicht. Ich habe keine Maus. Ohne Maus ist immer schwierig. Und das heißt, Sie können super einfach 3D-Geometrien erstellen. Das Problem ist, dass die Methode, sobald Sie ein bisschen komplexere Sachen, also wenn Sie diese Narbe oder so, dann ist das mit dieser Methode, kommen Sie sehr, sehr schnell an Ihre Grenzen. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir haben hier das Modell, hier haben wir den Zylinder und hier kann ich jetzt auch, wenn ich will,
kann ich sagen, okay, ich mache jetzt den Radius mal kleiner, zack. Ja, also ich kann das hier immer wieder anpassen oder ich sage, ich verändere jetzt mal den Winkel, machen wir mal 200 Grad, zack. Okay. Also sehr, sehr intuitiv, sehr, sehr leicht und ich finde so CAD-Sachen sehen auch immer wieder cool aus, auch wenn das jetzt irgendwie nur ein Kreis ist. Ein Kreis bei PowerPoint sieht nicht so schön aus. So, das ist aber eigentlich nicht der, wie soll ich sagen, der eigentliche Weg, wie sie ihn gehen. Wenn ich den jetzt rausnehme, was sie machen, ist normalerweise, dass sie 2D-Skizzen anstellen. Und das ist hier, neue Skizze erstellen, also auf diesem Reiter. Und dann klicken sie hier drauf. Und jetzt haben sie schon die drei Ebenen, ne, wo wir eben den Zylinder hatten. Die sehe ich jetzt hier auch. Und in dieser Ebene kann ich mir jetzt den wieder diese hier raussuchen. X, Y. Und dann mache ich OK. Und jetzt bin ich in der 2D-Ebene drin. Also jetzt bin ich in dieser Ebene, in der ich gerade meinen Zylinder quasi zugeordnet habe. Und jetzt mache ich erstmal einen Kreis. Muss ich mal gucken, wo hier mein Kreis ist. Genau, das ist, glaube ich, muss ich mal gucken, ob das hier das richtige Symbol ist. Erstellen eines 2D-Kreises, einen Kreis in der Skizze erstellen. Das sieht doch gut aus. Genau hier. So, das heißt, ich habe hier den Mittelpunkt. Und jetzt habe ich hier einen Kreis. So, jetzt mache ich rechte Maustaste und jetzt möchte ich ja gerne den Radius einstellen und dafür muss ich hier, ist das hier, Krümmung eines Kreisbogen oder Kreises festlegen. Das wähle ich jetzt aus und jetzt gehe ich hier rauf und jetzt habe ich hier den Radius. Okay, jetzt kann ich hier einstellen 60 mm. Also das heißt, ich muss, es wird jetzt schon ein bisschen komplizierter irgendwie. Aber ich kann natürlich auch viel, viel mehr machen. Und was ich jetzt mache, ist, ich füge noch Linien hinzu, und zwar von hier nach hier und nach hier. So und so. Aber er hat die jetzt nicht richtig, aber es könnte trotzdem reichen, ist okay. Und jetzt muss ich diese Ecke hier irgendwie wegkriegen. Das heißt, ich nehme jetzt das Symbol. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ah, da. Wegtrimmen. Also jetzt kann ich hier einen Teil wegmachen. Dann klicke ich mal hier rauf. Okay. Und jetzt sehen Sie, dass nur dieser rechte Teil, der ist weggegangen. Alles andere ist da geblieben. Das heißt, hier können Sie jetzt wirklich Strich für Strich sich so ein 2D-Bild komplett zusammenbasteln. Also fangen wir mit dem Kreis an, dann male ich da diese drei Viertel rein, dann nehme ich wieder was weg. Und das ist sehr, sehr viel mächtiger als das, was wir da eben mit dem Zylinder hatten. Und jetzt gehe ich hier auf Schließen und da ist jetzt mein Pac-Man-Symbol. Und jetzt will ich das 3D haben, ich will es dreidimensional haben. Und jetzt brauche ich, mal gucken, wo ich es finde, den Befehl. Ich glaube, hier ist er. Selektierte Skizze aufpolstern. Okay, das heißt, jetzt hole ich die zweidimensionale Skizze ins dreidimensionale rein. Und der Vorteil ist, dass ich hier viel, viel, viel mehr Möglichkeiten habe, die Skizze zu malen. Ne? Bei dem anderen war ich ein bisschen beschränkter und jetzt könnte ich hier halt quasi wieder die Höhe, die waren ja irgendwie bei 20 mm und dann mache ich so und dann ist die höher und fertig. Das heißt, zwei Methoden, sehr, sehr einfach, führen beide zum Gleichen und geben am Ende dasselbe, aber zweite Methode wesentlich besser für die Darstellung für die Darstellung von komplexen Bauteilen. Gut, ich schließe das mal wieder. Brauche ich nicht, verwerfen. Gut, damit sind wir tatsächlich mit der Konstruktionslehre durch, relativ schnell sogar durch. Was ist eine technische Zeichnung? Ich hoffe, Sie haben einen Einblick gekriegt, was eine technische Zeichnung ist. Ich hoffe, Sie wissen, was Normung ist.
Welches Beispiel für Normung hatten wir? Einfaches Beispiel, das vergessen Sie jetzt nie wieder. Ja? Genau, das DIN A4-Blatt. Und das hat welches Verhältnis? Seite zu Höhe? Wurzel 2, genau. Und das können Sie auch erklären, warum. Ja, echt? Oh, cool. Da dreht sich sogar der Propeller. Das sieht aber relativ kompliziert aus. Ich hätte gedacht, es wäre einfacher. Okay. Also was sind Normen? Drei Felderansichten haben wir sogar ein bisschen geübt und CAD-Programme. Zumindest hoffe ich, dass Sie einen Einblick gekriegt haben. Ganz wichtig ist, wenn Sie Geometrien für CAD-Programme erzeugen, und deswegen ist es eigentlich wichtig, wenn Sie simulieren, Sie können die Sachen, die Sie im Computer erzeugen, in andere Programme übertragen für Simulieren. Okay? Also wenn Sie sagen, ich will irgendeine Strömungslehre-Simulation machen, die gucken wir uns um, Simulation nicht, aber die Berechnung gucken wir uns um 11 an. Dann können Sie das mit CAD machen oder wenn Sie DEM, FEM. Lernt jemand FEM? Ja. Bei CFD, aber haben Sie das eigentlich gemacht aber bei CFD haben Sie das gemacht, dass Sie Konstruktionssachen einlesen? Ja, aber Sie können sich da Geometrien holen quasi. Auch können Sie sich auch Bauteile holen tatsächlich. Ja, genau. Und dann hätten wir tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich könnte noch mal Challenge machen eigentlich. Und dann kann ich auch was frühstücken. Das wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Jedem im Raum ein High Five geben. Hä? Ja, das wäre, um 4 wäre besser, aber das mache ich gerne. Ja, das mache ich gerne, weil das kostet auch Zeit und ich brauche Zeit geben. Ich glaube, Sie waren auch alle bisher durchgehend da, oder? Ja. Das ist sehr, sehr Respekt. Morgen. Oh, ich merke meine Beine, wenn ich die Treppe hochgehen muss. Ich muss eh noch einmal rumkommen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber Sie laufen, ja. Ja, Sie sind auch die ganze Zeit da, ne? Ja, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen weg, kurz bei Edeka. Auch sehr, sehr viel Respekt dafür, sehr gut. Ich habe Sie noch vergessen, ich darf Sie nicht vergessen. Okay, das heißt, wir machen jetzt 20 Minuten Pause. Ich will keine ganze halbe Stunde Pause machen, das ist mir zu lang. Aber 20 Minuten ist gut, weil dann kann ich mal frühstücken. Das letzte, was ich gegessen habe, war die Pizza gestern um 11. Und das heißt, Frühstück ist gar nicht so schlecht. Und um 10 vor machen wir dann weiter mit der Vorlesung und vielleicht mache ich dann noch eine Challenge. Also bis gleich.